die auch beachtlich sind. Danke, Jörg. Die Piraten scheitern, wenn man die Zahlen nimmt, ziemlich dramatisch. Herr Schlömer, nach dem Einzug in 4 Parlamente, das war so ein richtiger Siegeszug. Im Westen ist es jetzt damit vorbei. Was heißt das? Man muss auch mit Niederlagen umgehen können. Wir sind jetzt zurückgeworfen worden auf das Jahr 2009. Es werden sicherlich jetzt intensive Diskussionen erfolgen, was die Ursachen sind. Ich glaube aber, dass wir uns stärker einmal auf die Außenkommunikation jetzt konzentrieren sollen. Die Selbstfindungsprozesse sind zu beenden. Und ich glaube, dann wird man auch in die Erfolgsspur zurückkehren. Das haben Sie in den vergangenen Tagen ja schon ein bisschen nach vorne geschoben. Dafür gab es nicht unbedingt Beifall in der Partei. Halten Sie trotzdem daran fest? Ich würde trotzdem daran festhalten. Ich glaube, dass man die Menschen viel stärker davon überzeugen muss, warum man die Piraten zu wählen hat und was für Ziele sie konkret verfolgen. Und hier müssen wir viel besser werden. Mhm. Vielen Dank. Bei uns ist auch Jürgen Trittin, Spitzenkandidat der Grünen. Ein sehr schönes Ergebnis für Sie als Niedersachse hier in Niedersachsen.